Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge One Piece Sasha Cruz. Und ja, ein neues Duo ist am Start, und zwar das Sabo und Ruffy Zugo Fest. Ist ein Filler Zugo Fest, weiß ich selber, aber dennoch werde ich 2-3 Pools auf jeden Fall machen. Schau einfach mal, was ich ziehe. Wenn ich natürlich Gutes ziehe, ziehe ich natürlich mehr. Wir schauen einfach mal. Als erstes seid ihr gefragt, schreibt es mir unten in die Kommentare, wenn ihr gepoolt habt, was ihr gepoolt habt. Interessiert mich persönlich natürlich immer, weil ich dann auch sehen kann, ja, da war eine gute Wahrscheinlichkeit, den Charakter gut zu bekommen oder den Charakter gut zu bekommen. Und es ist natürlich auch schon immer interessant zu sehen, was andere Leute poolen. Deswegen schreibt es mir das unten in die Kommentare, freue ich mich immer riesig drüber. Und ja, über wen würde ich mich am meisten freuen? Über den Newton Trainings Zorro. Der steht ganz, ganz weit oben bei mir in der Liste. Und es gibt nur einen einzigen, der wirklich über diesen Zorro steht. Und das ist der Jute Whitebeard. Der alte Herr, den brauche ich bald mal. Den gibt es schon Ewigkeiten in diesem Spiel und ich kriege ihn einfach nicht. Das ist so ätzend, Leute. Das ist richtig ätzend. Genug gequatscht, wir fangen an. Wir ziehen jetzt einfach, ich mache kein Multi, ich heb mir meine Gems auf. Wenn mal wieder neue Charaktere am Start sind, dann werden wir natürlich auch wieder ein längeres Zugo-Fest machen mit mehr Gems und alles. Und wir starten mit Gold. Und Scheiße! Fuck! Nein! Es ist ein Zorro! Es ist ein Zorro! Es ist der Stronghold Zorro! Fuck off, Alter! Oh, er ist nicht schlecht. Er ist auf jeden Fall gut. Er ist ein Dex-Changer, also ein Orb-Changer. Ist nicht schlecht, aber fuck, habe ich schon. Scheiße! Ich hätte jetzt übelst abgegangen, wenn das jetzt der richtige Zorro gewesen wäre. Hammer! Okay, es geht weiter mit Gold. Okay, die will ich ja mal gar nicht. Miss Valentine, glaube ich. Mit der Schwupp-Dich-Frucht. Hat man damals ganz am Anfang auch als Orb-Changer benutzt. Hat sehr, sehr gut geklappt in Quick-Teams, aber mittlerweile denke ich mal, benutzt man die Jute nicht mehr. So, komm. Jetzt, alle guten Dinge sind drei. Ihr wollt es, ich will es. Komm schon, da muss doch jetzt nochmal schon eine kleine Granate kommen. Es ist, kommt noch auf jeden Fall nochmal Gold, das ist nice. Oh mein Gott, Doma. Ich nenne ihn immer Domme. Doma ist ein sehr, sehr guter Slasher auf jeden Fall. Also wenn er den ziehen solltet oder poolen solltet, könnt ihr euch auf jeden Fall drüber freuen. Ist sehr, sehr gut und finde ich einfach gut. Also kann man in sehr, sehr vielen blauen Slasher-Teams einsetzen. Ich probiere es einfach nochmal. Alles oder nix. Wenn ich jetzt loslasse, pustet der. Okay, wir machen mit der Nase, Leute. Wir machen mit der Nase. Made in Yannis Lee. Und wir bekommen nochmal Gold. Immerhin in Gold. Und Corsa, what the fuck, man. Oh, auch gut. Auch ein sehr, sehr guter Slasher-Booster. Haben wir hier nur Slasher-Charaktere jetzt gezogen? Also bis auf Miss Valentine haben wir nur Slasher bekommen. Also wir haben wirklich, also wer Slasher braucht, das Zugo ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, um Slasher-Charaktere zu bekommen. Okay, wie gesagt, schreibt es mir unten in die Kommentare, wenn ihr alles so gepoolt habt. Die Tage wird es jetzt demnächst ein Giveaway geben als kleine Info. Und ja, da wünsche ich euch natürlich noch viel Glück und viel Spaß für die Leute, die noch poolen sollten. Und das war, schaut so rein und die Liebe bis zum nächsten Mal.